Moin moin Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Autoberater 2 mit mir zusammen in Malte in der Gruppe A mit dem Mercedes A-Klasse, Freunde, und der München-Etappe. Ja, beim letzten Mal sind wir reingekracht in die zweite Saison, Freunde, haben insgesamt 3 Strecken gefahren, sind in der Strecke Dortmund Vierter geworden, macht insgesamt 3 Punkte, Erster bei Dortmund Richtung Frankfurt auf der Autobahn, ebenfalls nochmal Erster jetzt in Frankfurt höchst selbst. Heißt, wir liegen momentan zwischenstandmäßig aktuell auf Platz 1, Freunde, den wir dieses Mal auch definitiv holen möchten. Letzte Saison ein bisschen verpasst, die ganze Chose. Jetzt dieses Jahr, diese Saison soll es auf jeden Fall soweit sein. Dieses Mal möchten wir durchziehen, dieses Mal möchten wir auf Platz 1, Freunde, und uns tatsächlich den Gesamtsieg in der Gruppe A holen, um uns für Gruppe B zu qualifizieren. Und heute sollen dafür die nächsten Schritte gelegt werden. München heißt die nächste Strecke, Freunde, und dementsprechend würde ich sagen, krachen wir mal rein, wir gehen rein, München, auf geht's. So, München, Freunde, habe ich ja dazu gelernt. Hier können wir direkt alles durchdrücken an Turbo, was wir haben, vom Start weg, weil direkt hinter dem Start quasi schon instant der nächste Quick-Service liegt. Das heißt, hier also direkt schon mal richtig durchkrachen, was geht. Und latschen direkt aufs Gas durch, nehmen direkt den ersten Quick-Service mit. Leider hier auch die Bande. Schön, trotz ein Schaden. Aber egal. So, zumindest also den Start kann man hier sich schon mal sehr gut erleichtern. Ja, München letztes Mal war, glaube ich, auch eine Durchschnittsdeplatzierung. 46 hier, wir verfolgen einen Mercator A. Bestätigt. Das wollen wir natürlich dieses Mal ein bisschen aufbessern. Mal gucken, Freunde, München müssen wir natürlich dazulernen auch. Haben wir jetzt aber auch hier wieder eine gute Strecke, gutes Teilstück, wo wir da ein bisschen Gas geben können. Da vorne haben wir auch nochmal nach der Kurve nochmal eins, wo es ebenfalls ähnlich gut läuft. So, jetzt müssen wir hier nochmal wieder vom Gas runter. Boah, und den Wagen zum Glück nur geschrammt und eben nicht mitgenommen. Puh, gut gemacht. Deswegen, also muss hier ein bisschen auf Bremse sein. So, gut, schauen wir es mal hier in die Kurve rein. Sehr gut. Und nochmal hier in die Linkskurve. Ein bisschen die Seite mitgenommen. Aber glücklicherweise noch ein Rest Turbo übrig, der uns zumindest hier auf die Geschwindigkeit zurückbringt. So, Turbo verballert. Das heißt, wir müssen jetzt im nächsten Quickserver schon wieder Ausschau halten. Aber sieht zumindest erstmal aktuell ganz gut aus. Wie gesagt, nicht zu weit in die Kurven gehen und nicht zu weit viel Geschwindigkeit zu verlieren. Hier müssen wir aber leider. Sonst wird das nichts. So, und jetzt hier mit 130 ums Eck. Ja, noch bislang tatsächlich hier, muss man sagen, Richtung ersten Quick-Service, alle Wagen noch relativ nah beieinander. Noch nicht so viel Unterschied hier zu sehen. Hier gehen wir jetzt nochmal in die Kurve rein, in den Quick-Service. Freunde, die Radarfalle muss ich auch noch mitnehmen, muss ich es in die nächste Runde nicht machen. So, Turbo aufgefüllt. Und da müssen wir jetzt tatsächlich mit dem Startziel hinkommen, Freunde. Tatsächlich, ja, München eine Strecke mit nur 2 Quick-Services. Ja, muss man halt durch, jetzt ruhig. Er kennt ja den Spruch von Dirk und dementsprechend schauen wir jetzt mal. Oh, kommt die Karre wieder ein heftiges Schlingern. Hilfe. So, jetzt wieder Richtung U-Bahn-Station, Freunde. Mal gucken, ob wir dieses Jahr besser durchkommen. Ja, sehr gut. Tatsächlich mal nicht am Ticketautomaten festgehangen. Das ist schon mal auch wichtig. Weil du siehst ja auch nicht tatsächlich so gut, was Phase ist. Dementsprechend musst du ja auch anderen Wegen durch. So. Gut, als nächstes geht es mal wieder Richtung Münchner Park, Freunde. Und jetzt noch wieder Ford Granada vorbei. Ja, Freunde, das möchte ich auch mal wirklich erhoffen, weil ich sehe jetzt gerade schon, oh ja, auf dem letzten Teilstück haben wir unsere Gegnerschaft gut abgehangen, Freunde. Sehr gut. Schönes Ding, Freunde. Ja, und jetzt kommen natürlich gleich noch unsere besten Phasen eigentlich erst. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Turbo, Freunde. Das können wir gleich auf der langen Geraden nochmal reinkrachen gehen. Dann lass ihn hier nicht lumpen, Freunde. Also auf geht's. Hier jetzt nochmal richtig schön Tempo aufnehmen, nochmal richtig ein paar Meter machen. Auch schön über die 220, ja, Richtung 230 sogar noch. 230 Sachen, Freunde. Jetzt hier Richtung Dom. Lass ich mich ja nicht nehmen. Jetzt komme ich auch wieder ein bisschen schleudern. Oh, ich habe doch rechtzeitig Geschwindigkeit rausgenommen bekommen. Und jetzt also dann auf Richtung Startziel von. Das scheint tatsächlich eine gute Runde zu werden, wenn noch keine Rekordrunde, wie ihr schon sehen könnt, Freunde. Die lag bei 3 Minuten und 3. Das schaffen wir tatsächlich nicht, aber es wird eine so starke Runde, dass ich mich auf jeden Fall dafür nicht schämen muss. Wagen 25, melde einen Mercator A. Alle Einheiten Ausschau nach einem Rase halten. So, mal gucken, ob der mit dem Schritt halten kann. Letzte Runde, Freunde. 3:16 braucht die für die ganze Geschichte. Mal gucken, wie das jetzt diese Runde läuft. Wieder hier den Schaden. Geben die Verfolgung auf. Situation wird zu gefährlich. Oha. Also doch, durch den Park wollen sie uns anscheinend folgen. Haben ein bisschen Angst hier um die zivilen Passanten und so. Jetzt tatsächlich hier grafisch nicht abgebildet, kommt in späteren, glaube ich, Autobahn-Raser-Teilen nochmal, dass man sich um Passanten gekümmert hat. Ja, hier tatsächlich rein, die KI-Autoschaft tatsächlich als
Anhaltspunkt dafür, dass es zu gefährlich wird. Und wie gesagt, sie haben jetzt also die Feuerung aufgegeben. Sehr schön. So, Nazi-Runde muss man sagen, das fällt relativ eng beisammen noch. Heißt, viele Zweikämpfe da auf, was mich natürlich freut, weil das heißt, die halten sich gegenseitig ein bisschen auf. Was wiederum für uns spricht, heißt, wir haben damit ein bisschen weniger Probleme. Ja, der Abstand ist auch relativ solide. Ich denke, wenn ich jetzt keinen großen weiteren Fehler mache, dann dürfte das eigentlich dafür reichen, um das Ding relativ sicher und souverän nach Hause zu bringen. Würde mich zumindest deutlich wundern, wenn ich das jetzt nicht hinkriege. Sehr schön. Also ihr merkt schon jetzt auch tatsächlich, mit dieser Mercedes A-Klasse kommt in Sachen Geschwindigkeit halt nochmal ein ganz anderes Spiel rein. Wie gesagt, so 150 war eigentlich immer beim Mini so ein bisschen das Maximum, 160 oder 165 beim Trabi. Freunde, wie er aufgerüstet war, vielleicht noch 170 war nochmal drinne. Aber jetzt halt mit der Mercedes A-Klasse, ja, überschmeißt du teilweise Geschwindigkeiten echt locker. Sehr schön, Freunde. Aber so soll es ja auch sein. Dafür haben wir extra diese ganze Kohle in die Hand genommen. Dafür haben wir extra so ein wenig Geld für gespart. So, jetzt mal hier durch die Quick-Service-Nummer durch. Den Ford Granada nicht mitnehmen. Und auch hier an den anderen Genossen vorbei. Denn wer weiß übrigens, was das gerade eben für eine Karre war. Also nicht die. Oh, scheiße. Nein, ich habe mich aufgehangen. Oh, shit. Mist, das hat Zeit gekostet. Diese grüne Karre, falls du ja weißt, was das für einer ist, ich glaube, es ist ein Alfa Romeo, oder? Das, wie gesagt, nochmal kurz zurückspulen, Kinder, dass ich mir das sagen kann, wäre ich sehr verbunden für, weiß ich immer bis heute nicht, was das für ein Ding ist. Ich mache das nämlich gerade so ein bisschen am Design fest. So, wieder jetzt durch diese schwierige Stelle mit dem U-Bahn, diesem Bahnhof, Freunde, wie gesagt, die Ticketautomaten sind brandgefährlich an der Stelle, aber auch dieses Mal schaffen wir es hier relativ locker durch. Boah, Fahrphysik und so. Junge. So, aber auch hier gut vorbei. Haben jetzt das Problem nur leider, dass wir jetzt dann nachher hinten raus für den schnellen Teil nicht mehr so viel Nitro haben, nicht mehr so viel Turbo, den wir reinballern können. Also das heißt, wir müssen es schaffen, jetzt mehr oder weniger einigermaßen sinnvoll, ohne weitere größere Fahrfehler das Ding nach Hause zu bringen. Ansonsten wird es nochmal kritisch. Ja, die hinteren Beine sind so ein bisschen abgefallen, aber der Rest des Feldes halt immer noch stark zusammen, immer auch sehr eng die Nummer. Und wie gesagt, wenn ich halt sozusagen dann zweite einholt, haben wir dann dementsprechend direkt den dritten, vierten und fünften quasi auch noch mit den Haxen. Deswegen, das müssen wir vermeiden, ziehen jetzt also nochmal den Turbo Boost an und gehen jetzt hier nochmal über die 200 Sachen, Freunde, und versuchen damit dann jetzt unsere Geschwindigkeit hier Vorteil nochmal voll auszuspielen und damit dann jetzt sicher ins Ziel zu kommen. So, zumindest mal Polizei, wenn man nicht belässt, hier ist schon mal sehr gut. Hier steht noch ein Auto rum, Hilfe. So, okay. Und auch diese Runde wird tatsächlich keine Rekordzeit, Freunde. Ihr seht schon, 3.7, 3.8 läuft die jetzt. Die wird tatsächlich, glaube ich, ähnlich schnell wie die letzte. Einfach aufgrund dieses dämlichen Aufhängers, den wir vorhin gehabt haben. Aber passiert, egal. Wichtig für uns sind nur die 10 Punkte, Freunde. Rekordrunde hin oder her. Für uns ist wichtig, dass wir hier im Ziel sind, Freunde. Also die nächsten 10 Punkte, die wir mitnehmen können, aus Frankfurt. So, sehr schön. Gratulation. Neue beste Rundenzeit, neue beste Gesamtzeit tatsächlich, Freunde. Also zumindest hier Platz 3 sind unterwegs, aber ganz nach vorne haben wir es nicht geschafft, Freunde. Boah, fast über 20 Sekunden Abstand, Freunde, sind das hier. Sakradimotten. Ja, nee, das hat sich nicht gereicht, aber Freunde, wichtig für uns sind nur Punkte, egal wie schnell du bist. 10 Punkte gibt es nämlich nur in jedem Rennen maximal, Freunde. Die haben wir eingesagt. Wir haben jetzt 33 Punkte, das ist jetzt auch 10 Punkte Vorsprung. Das heißt, wir können sogar jetzt mal wieder eine Strecke erlauben, wo wir tatsächlich nichts kriegen und dennoch trotzdem vor den anderen sind. Das ist schon mal ganz stark, Freunde, das ist sehr gut. Nehme ich nochmal gerne mit. 13 Sekunden waren es jetzt bis zum blauen Trabi, der tatsächlich so ein bisschen der zweite war. Dann hier das enge Feld nochmal gewesen. Hinten raus weiterhin tatsächlich immer der rote Mini mit 0 Punkten, Freunde. Eieiei, läuft gar nicht gut für ihn diese Saison. Für uns, wie gesagt, läuft es gerade aktuell ganz in Ordnung. Hier hat sich auch das Feld mittlerweile so leistungsmäßig ein bisschen eingeteilt. So, kriegen wir noch ein paar Mark oben drauf. Sind jetzt bei 19.000. Kann ich auch nochmal so mitnehmen. Muss ich in der Werkstatt den Wagen reparieren? Nein, muss ich nicht. Sehr schön. Das heißt, wir können sogar direkt in die nächste Strecke reinkrachen, Freunde. Top. Passt, sehr gut. Also München-Wien, Freunde, die nächste Strecke, die zweite und auch letzte Autobahn, die wir in dieser Saison hier haben. Dementsprechend nehmen wir die auch mal mit. Letztes Mal tatsächlich habe ich ein paar Unfälle gebaut und auch mit dem Grenzzoll von Österreich ein paar Probleme gehabt. Ja, Freunde, aber das soll diesmal nicht passieren. Wir krachen rein, nächstes Rennen, auf geht's, München-Wien. So, und auch hier, Freunde, mache ich mir direkt wieder das Turbo beim Start zunutze, um direkt hier nicht von anderen Wagen irgendwie überholt zu werden, Freunde. Dafür investiere ich auch mal gut und gern die Hälfte. Kein Problem, nehme ich mit, weil direkt in diese Zweikämpfe am Anfang zu geraten, ist nicht so schön. Wenn du es schaffst, die zu vermeiden, ist das schon mal die halbe Miete. So, hier ist natürlich jetzt das große Problem. Ich befolge einen Mercator A. Achtung, alle Einheiten. Dass du halt die Polenta hast. Diese Polenta halt, Freunde, die macht einem wirklich echt ein bisschen zu schaffen, weil die kann schon ordentlich reinkrachen. Wie gesagt, so ein Porsche, der ist schon nicht so witzig als Kontrahent.
So, wir schmeißen gleich noch ein bisschen Turbo rein, nehmen jetzt nochmal bergab die 200 mit. Und dann jetzt vielleicht so ein bisschen die Pannenspur, jetzt hier den planmäßigen Alfa Romeos. Ich, wie gesagt, weiß bis heute nicht, was für eine Karre ist, ausreichen. Auch die rote Karre würde mich mal sehr interessieren, weiß ich auch nicht, was das war, falls ihr jetzt so schnell vorbeifahren irgendwie habt sehen können. So, hier müsste noch ein Blitzer sein, sehr schön, räumen wir auch ab. Hier haben wir das letzte Mal, glaube ich, ziemlich hart aufgehangen, aber dieses Mal auch hier sehr sauber durchgekommen, stark, läuft auf jeden Fall ganz gut. So, jetzt geht es hier gleich bergauf, da verliert man natürlich noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit, deswegen jetzt hier Nitro zu krachen, das ist nicht unbedingt die gute Idee. Nehmen wir so mit. Jetzt direkt hier nochmal runter und dann jetzt gleich Richtung zweite Baustelle und Grenzschutz, Freunde, dort wo ich das letzte Mal auch sonst zwackeln war. Aber wir haben gerade momentan ein bisschen Verkehrsglück auch, muss ich einfach sagen. Also wir kommen hier tatsächlich gut durch, ohne dass wir hier uns am Verkehr aufhängen. Dementsprechend, also Freunde, nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Jetzt nochmal in den Quick Service hinein und dann über die österreichische Grenze. So, gucken wir mal. Oh, der will wahrscheinlich gleich auf die Beschleunigungsspur. Huiuiuiui. Gut, okay, haben es geschafft, hier auch einmal super durchzukommen. Da kommt jetzt diese markante Straßensperre, Freunde. Aber auch das schaffen wir wohl irgendwie ganz ordentlich. So, gut, jetzt nochmal wieder ein bisschen Tempo ziehen, nochmal wieder die 200 festmachen, den letzten Blitzer mitnehmen und rechts jetzt im Rennen mit dem ICE fahren, Freunde, dem tatsächlich, glaube ich, sogar schneller sind. Sehr schön. Da hinten gibt es nur mal so einen kleinen ICE, da können wir so ein kleines Wettrennen veranstalten. Jetzt nochmal kräftig durchdrücken, Freunde. Da hinten ist jetzt da auch tatsächlich schon das Ziel, Freunde. 250 Sachen. Wir kommen rein ins Ziel. Boah. Junge, Junge, da kriegen wir natürlich einen harten, langen Bremsweg, aber haben es auch geschafft, dieses Rennen sicher nach Hause zu fahren, Freunde. Also ihr merkt schon, erstens, ich komme langsam in den Flow rein, zweitens, die Karre ist halt sehr schnell und drittens, Autobahnen sind mein Gebiet, also die nächsten 10 Punkte locker eingesackt, die nehmen wir gerne mit auf dem Weg zur möglichen A-Gruppenmeisterschaft. So, neue beste Runde und Gesamtzeit logischerweise und auch hier tatsächlich 20, 36 Sekunden, die wir wieder Vorsprung haben, Freunde. Also auf den Autobahnen muss ich auch sagen, jetzt ein bisschen Verkehrsglück gehabt, sind wir aber sehr schnell unterwegs, Freunde, schön schnell durchgekracht, sehr gut. Die nächsten 10 Punkte mitgenommen, Freunde, und dadurch sind es jetzt schon auf dem braunen Trabi, der tatsächlich nur Platz Nummer 3 gemacht hat, schon insgesamt 10 Punkte, 14, Malte, hatte. Aber das heißt, jetzt haben wir auf jeden Fall ganz sicher ein bisschen Polster, Freunde. Also ein schlechtes Rennen kann man sich erlauben. Jetzt mit Wien kommt noch eine Strecke, Freunde, die auch wieder für unsere Wagen relativ gut zugeschnitten ist. Viel große Hochgeschwindigkeit. Wenn ich mich da im Garten jetzt nicht auf Fresse lege, übrigens 30.000 Mark jetzt mittlerweile, dürfte das auch kein großes Problem werden. Hamburg wird ein bisschen schwieriger, Freunde. Aber da hätten wir jetzt im Zweifel ja sogar das Puffer, Freunde, um das Ganze dann sicher zu überstehen. Dementsprechend also würde ich sagen, Freunde, warten wir auch hier nicht zu lange, fackeln nicht zu lange, gucken kurz in Werkstatt, Wagen ist soweit okay. Und krachen dann auch direkt rein in die nächste Strecke nach Wien, Freunde. Freunde, auf geht's. So, nächstes Rennen in Wien und auch hier wieder machen wir uns natürlich den Turbo direkt zunutze, Freunde. Ziehen hier ein bisschen Geschwindigkeit schon mal raus, ein bisschen Geschwindigkeit schon mal weg, dass wir tatsächlich schon mal einen guten Antritt haben, einen guten Start. Wie gesagt, und hier kann man halt einfach auch sehr gut den Mercedes-Motor ausspielen. Gut, das sage ich normalerweise in der Formel 1 mit Mercedes A-Klasse normalerweise eher weniger, aber stimmt tatsächlich auch hier. Kannst auch gute Mercedes-Motor ausspielen. So, hier müsste so irgendwo ein Blitzer kommen. Genau, sehr schön, abgeräumt, passt. So, und mal aus der Amos, wo wir vorhin bei München-Wien auf der Autobahnstrecke vorhin ziemlich Glück hatten, war tatsächlich auch, was die Polente anging. Also der Porsche, das hat tatsächlich nur ein Porsche, der uns verfolgt hat, Freunde, und der tatsächlich also auch nicht besonders effektiv. Den haben wir auch relativ schön abgehangen bekommen, weil normalerweise die Dinger fahren auch gut und gern 220, 230. Also wenn sie es drauf anlegen, die ziehen dir schon mal nochmal vorbei. Dementsprechend also dort alles nicht so easy. So, gut, hier müsste jetzt wieder eine Blitzkiste kommen. Erst nach dem Leuchter. Okay, alles klar, dann habe ich die jetzt mitgenommen. Egal, passiert halt mal. Wie gesagt, im großen Geldmangel leiden wir jetzt ja gerade nicht. Ist ja soweit in Ordnung. So, sehr schön. Hier können wir auch nochmal ein bisschen Tempo rausholen. Nochmal über die 200 kommen. Und ihr seht schon tatsächlich, also nach rund der Hälfte der ersten Runde haben wir tatsächlich schon einen guten Vorsprung. Wie gesagt, das macht jetzt einfach dieser Mercedes-Motor wett. Was du sonst da nicht so einfach rausklatschen kannst, das holt er dir jetzt hier rein. So, dann nehmen wir jetzt gleich noch den nächsten Quick-Service mit 190. Schön durch Wien. Freut sich die Österreicher. Ah, ich will gar nicht wissen, wie teuer so ein Knöllchen da eigentlich ist, aber egal. Muss ich jetzt ja de facto nicht zahlen. So, und dann geht's jetzt rein Richtung Altstadt. Heißt natürlich auch logischerweise Altstadt, wieder Kopfsteinpflaster. Nächster Radarfall mitgenommen und jetzt hier wird's wieder wackelig, Freunde. Nicht zu schwache Mägen, Freunde, auf jeden Fall. Ab nach links hier. So, und dann als nächstes jetzt hier wieder ein kleines Stück gerade.
nehme ich noch ein bisschen Speed mit, aber nicht allzu viel, wobei, ach shit, ich habe da hinten ja sowieso noch den Quick Service, da kann ich ja sogar ein bisschen ziehen. Genau, da hinten kommt nämlich direkt wieder ein Quick Service, ja, nach Start und Vorstart und Ziel, Beistart und Ziel. Und damit geht es jetzt tatsächlich schon rein in den Garten, Freunde, in den österreichischen Garten, in den Wiener Garten, in der Stadtallee. Ach, wir haben das Fahrzeug verloren! Sehr gut, die Polizei müsste auch aufgeben, aber hier, wie gesagt, tue ich mich ja traditionell ein bisschen schwer. Diese starken Haarnadelkurven, wirklich 3-4 am Stück, die hier kommen, die das Ganze wirklich nicht einfach machen, wo ich mich auch gerne mal hier wirklich in so ein paar Gebüschen verfange. 6% Schaden, na, da bin ich aber auch schon mal schlimmer rausgekommen, muss ich tatsächlich sagen, die ist noch ganz in Ordnung. So, jetzt dann nächstes Quickservice mitnehmen, direkt hier nochmal mit bisschen Speed noch rein. So, Quickservice mitgenommen, neue Turbo abgeholt und damit, Freunde, also jetzt die Möglichkeit, hier nochmal direkt wieder das Tempo aufzunehmen, Freunde, Richtung 200 und damit jetzt, also sieht schon ganz gut aus, wir sind raus aus dem Garten. Hinten tatsächlich tut sie die Gruppe ein bisschen schwer da durchzukommen, auch ähnlich wie ich. Das heißt also, ja, wir haben mittlerweile auch schon hier wieder einen guten Vorsprung rausgefahren. Und ich muss tatsächlich schon anfangen, gleich ein bisschen zu überlegen und hin und her zu rechnen, Freunde. Wie schaut denn das eigentlich aus? Würde das eventuell sogar schon vielleicht reichen, was wir jetzt hier machen? Könnte es sein, dass das sogar vielleicht schon reicht, wenn wir dieses Rennen hier gewinnen? Ist danach nur noch Hamburg, ne? Das heißt, wenn wir dieses Rennen gewinnen, Freunde, hätten wir die Meisterschaft sogar schon sicher. Sehr schön, dann kann uns sogar keiner mehr nehmen. Und bei dem Abstand, den wir jetzt schon haben, sind es gerade bei Startziellinie, Freunde, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das eigentlich relativ fest machen müssen, relativ schön Ding fest. So, hier habe ich jetzt dazugelernt, hier ist das Ding ja nach der Säule, genau, so, den letzten Blitzer auch noch einmal abgeräumt. Dann haben wir das jetzt also auch von der Agenda gestrichen und jetzt hier nochmal schön noch ein bisschen Gas rausholen. Sehr schön, Freunde, und ja, mit 220 jetzt hier zum Abschluss nochmal durchhalten, bevor da hinten der nächste Quickservice kommt. Einer tatsächlich hat sich im Garten verfangen da hinten, ihr seht es schon auf der Map. Tja, Freunde, alles nicht so leicht hier. So, und rum, sehr gut. So, und dann auf Richtung Quickservice. Also muss ich ja sagen, tatsächlich Wien, also für, ich muss mir ja sagen, Freunde, es ist immer alles ein Kind der Zeit, die ganze Geschichte, ne? 1999, und dafür haben sie sich in Wien hier für die Stadtmodellierung viel Mühe gegeben. Also hier steckt wirklich viel Herzblut drin. Und das, wie gesagt, Freunde, gefällt mir. Lediglich diese Altstein-Kopfstadtpflaster, ihr könnt gleich mal drauf gucken. Da sind die Kanten, ja, Kantenglättung war da noch nicht wirklich so. Aber da, das habe ich auch schon ein bisschen geiler gesehen hier. Aber ist okay. Wie gesagt, für das damals, für die Zeit, war es in Ordnung. Ich glaube, so viel hat das Spiel gar nicht gekostet. Ich glaube, ich habe das damals, also ich habe es damals von meinem Vater bekommen. Mein Vater hat, glaube ich, damals dafür 30 Mark gezahlt. Das war in Ordnung eigentlich. 40 Mark, glaube ich. So, okay. Damit geht es das letzte Mal jetzt hier also noch durch den Garten durch. Wenn ich mich jetzt hier also nicht allzu doof anstelle, Freunde, habe ich es dann gleich tatsächlich geschafft. Wir können jetzt also auf den letzten Metern jetzt hier die Meisterschaft schon ein Rennen Vorschluss festmachen. Das heißt also, uns die B-Qualifizierung abholen. Müssen natürlich durch das Rennen in Hamburg noch durch. Das geht natürlich nicht ohne. Aber Freunde, auf jeden Fall rein rechnerisch ist es dann schon nicht mehr möglich, uns zu überholen. Sehr schön, wir haben das Ganze drauf, wir haben es jetzt ein bisschen drin, Freunde. Ich freue mich auf jeden Fall, dann nächste Saison dann in der B-Gruppe teilzunehmen. Schöne Arbeit. So, jetzt hier nochmal rum. Freunde, Schaden habe ich keinen mitgenommen, das heißt, ein Quickservice muss jetzt auch nicht mehr zwangsläufig rein. Heißt, wir ziehen jetzt nochmal durch, holen uns nochmal mit der 1.43, also die 2.43 nochmal neu schnellste Rennrunde ab und würde sagen, können das Ganze so bestätigen. So, neue beste, schnellste Runde und Gesamtrunde. Tatsächlich selbst die Startrunde war mit 1.49 auf Platz 3. Die jetzt natürlich ohne Start ging natürlich dementsprechend ein paar Sekunden schneller. Insgesamt auch ganz schön schnell unterwegs. Vor der Jelle sind wir tatsächlich 5 Sekunden gelandet. Stark, sehr schön. So, wichtig ist natürlich dann der Blick aufs Gesamtrating. Alle Freunde, über eine Minute Abstand hatten wir zur Truppe. Sakai Morten bis auf die Minis sogar 2 bzw. 3 Minuten. Heiligsblechle. Immer auch tatsächlich der rote Minikuppe ohne einen einzigen Punkt. Alter Verwalter, läuft nicht gut für den. Aber Freunde, wir haben es tatsächlich geschafft. Heißt, wenn wir in Hamburg Letzter werden und der Trabi, der Braune, gewinnen sollte, Freunde, sind das nur 10 Punkte, die rausgekommen sind. Das heißt 45 zu 53. Wir haben es also jetzt auf jeden Fall sicher geschafft, Freunde. Wir holen uns den Meistertitel ab. Wir müssen mal gucken, was sagt die Uhr. Sehr schön, Hamburg passt sogar noch rein, sind also schnell genug gewesen. Das heißt also 38.000 Mark haben wir jetzt. Das heißt nach Hamburg wahrscheinlich so um 40.000 Mark, mit denen wir dann auch schön reinstarten können in die Saison. In der B-Gruppe freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, Freunde. Aber jetzt müssen wir es erstmal festmachen. Also noch das letzte Rennen hier in Hamburg, Freunde. Dementsprechend krachen wir instant rein, nehmen das hier nochmal mit, damit alles zeitlich auch schön in die Folge passt und starten dann das nächste Mal auf jeden Fall in die B-Gruppe. Auf geht's!
So, ich muss mich überlegen, Quicksurfs. Erst ist die Tankstelle da hinten. Das heißt, es ist auf jeden Fall ein bisschen Weg. Das heißt, wir nicht zu viel Turbo verfahren. Du brauchst davon noch ein bisschen was, Malte. Aber zumindest für den Start, dass du ein bisschen bis aus dem Pushen kommst, ist es nicht verkehrt. So, direkt hier wieder durchs Rotlichtviertel durch. Und hier den ersten Blitzer. Wir verfolgen einen Mercator an der Reeperbahn. Oh, verstanden. Shit, das lief nicht so gut, Freunde. Da habe ich tatsächlich eine KI-Fahrer mitgenommen. Jetzt muss ich doch das Turbo wieder rausreißen. Das sollte natürlich so nicht sein, aber passiert halt, Freunde. Und ja, ihr merkt schon wieder, in Hamburg tue ich mich schon wieder ein bisschen schwerer. Wie gesagt, gibt es die eine oder andere Stadtkurs, der einfach nicht so gut bei mir ist. Oh shit, die Polente rammt mich da nochmal gut. Ist jetzt aber, glaube ich, an der KI-Strecke, KI-Wagen hängen geblieben. Was mir jetzt natürlich ein paar nötige Sekunden hier Vorsprung verschafft. Alles Turbo ist aufgebraucht, 160 Freunde nochmal rausgeschlagen. Das muss reichen, die Blitzkiste da vorne kriege ich natürlich nicht. Da ist jetzt dementsprechend der Bus im Weg gewesen. Und oha, der blaue Trabi ist hinter uns und beschert mir tatsächlich die nächsten Prozent Schaden. 30% haben wir jetzt schon wieder. Ja, die Wagen sollte ich definitiv, so wie er ist, jetzt schnell in die Reparatur bringen. Ich habe die Spur des Radars verloren. So, die Polizei ist aber auch jetzt hinten an uns dran. Oh, das schmeckt mir gar nicht, Freunde, das schmeckt mir gar nicht. So, bitte, 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 lass mich in Frieden. Boah, shit, Müllton nochmal mitgenommen, 36%. So, er versucht die Straßensperre, wir weichen links rum aus, sehr gut, Freunde. Aber taktisch gut gezogen, Straßensperre eigentlich, wir haben ein bisschen Schwein gehabt. So, und gehen jetzt dann gleich in den Quickservice, den brauchen wir dringend, wie gesagt, 36% Schaden, das ist jetzt kein Kinkerlitzchen. Aber merkt doch schon, auch richtig absetzen von der Truppe schaffe ich es jetzt nicht wirklich. Also da hinter uns ist auf jeden Fall noch ordentlich Randale mit bei, aber wir haben ja gleich noch die schöne Einkaufsstraße, wo wir uns vielleicht ein wenig absetzen dürfen. Oh, und den nächsten Wagen mitgenommen, nicht gut, Malte, nicht gut, gar nicht gut. Also das Rennen läuft schon wieder eher etwas suboptimal, wenn gleich Position natürlich noch immer noch sehr gut ist. Wie gesagt, insgesamt ist mir eigentlich auch egal, aber ich will natürlich auch gerne die Punkte und vor allem das Preisgeld mitnehmen. Darum geht es mir jetzt natürlich primär, weil, wie gesagt, Meisterschaft, Freunde, ist ja rechnerisch jetzt schon festgemacht. So, mal gucken, Rekord bei ungefähr 3 Minuten auf die Runde. Das werde ich, glaube ich, dieses Mal definitiv nicht schaffen, selbst wenn ich jetzt hier anfange, noch ein bisschen zu pushen. Also jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen Tempo rausholen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das nichts wird. So Richtung 230 nochmal. Der Wagen wieder ein bisschen abgehoben. So, und gucken jetzt mal hier. Noch den Radarfall mitgenommen und direkt an KI-Wagen hingeblieben. Shit, das wieder, was ich vermeiden wollte. Und hinter uns Polente. Mist, gerade so gut abgehangen, dieses Decks-Ding. Und jetzt ist es schon wieder hinter uns. Eieieiei. So, jetzt hier ein bisschen über das Grün fahren. Und da haben wir tatsächlich den nächsten Quicksurfs. Auch den benötige ich wieder relativ dringend. Boah, die nächste Polente, die uns hier wieder versucht, einen Stich durch Rechnung zu machen. Freunde, aber das lasse ich jetzt nicht mehr machen. Wir ziehen jetzt hier nämlich mit Turbo davon. Haben es jetzt ja nicht umsonst. So, und gehen damit jetzt in die letzte Runde. Hinter uns immer noch ganz, ganz dicht auf dem Fersen der Trabi. Müsste das sein. Würde mich zum Beispiel sehr wundern, wenn das was anderes wäre. Der blaue, glaube ich, war es vorhin gewesen. Der also wieder immer noch auf unserer Pelle hinten dran. Wenn wir nicht so leicht los. Also der möchte tatsächlich auch nochmal so zum Abschluss nochmal einen Sieg abholen. Ich versuche es zu vermeiden, Freunde, aber garantieren kann ich jetzt natürlich nichts. So, unter der Brücke durch. Bitte kein Gegenverkehr. Ach, knapp. Und Gegenverkehr. Oh, und der will noch drüber. Uiuiui. Und jetzt ist tatsächlich der Trabi vorbei. Jetzt ist der Trabi vorbei. Der hat die Kurven hier besser genommen. Ich muss noch mit dem Turbo nachsetzen. Aber ich befürchte, da werde ich jetzt so schnell nicht rankommen. Ist, der zieht tatsächlich weg und der hat tatsächlich eine gute Pace drauf. Das müssen wir nicht mal einfach lassen. Aber das Rennen wird wahrscheinlich an ihn gehen. Mal gucken, was jetzt noch so für fahrerische Fehler vonstande kommen. Aber wenn dann auch er wieder hier von meiner Seite als von seiner. Ich sollte mich auch um die Polente hinter mir kümmern, die mir tatsächlich immer noch in den Haxen hängt. So, ich versuche es mal nicht abzukürzen, Freunde. Ein bisschen gewagt, aber wir schaffen es tatsächlich. Sehr gut. Um dann jetzt dementsprechend hier nicht noch extra Zeit zu verlieren. Aber boah Gott, guckt euch an, was der da vorne fährt. Junge, 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 da komme ich nicht ran. Nee, der zieht mir jetzt gnadenlos weg. Also wenn ich den vielleicht nicht kriege, dann gleich nachher auf der Allee. Aber bis dahin ist halt noch ein weiter Weg. Na, wobei, jetzt muss er auch einen Fehler gemacht haben. Nee, tatsächlich ist er gerade nicht mehr so schnell. Hat wohl auch einen Fehler gemacht. Nein! Das ist die erste Verwarnung. Zwei können Sie das sich noch Blumenbeet, erlauben. Freunde. Das Blumenbeet. Bringt mir 18% Schaden und lässt mich jetzt aufgrund der großen, übergroßen Hitbox nicht weg. Mist. Oh, zieh, 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 zieh. Shit. Freunde, kaum noch Energie. Oh, kaum noch Turbo und der braune Trabi selbst vorne. Also jetzt tatsächlich vom Blauen verabschiede ich mich komplett.
Aber auch der Rest der Truppe sieht nicht gut aus. Und oh, der nächste Polizeiwagen, der mich hier mega wegfetzt. Alter. Habt ihr sie eigentlich noch alle? Ja, super. Das war es jetzt auch. Also tatsächlich, da werde ich wohl als Vierplatzierter gut durchgehen. Heißt, ich kann mich wirklich bedanken bei den vorherigen Rennen, Freunde. Die Punkte, die wir da geholt haben, die brauchten jetzt tatsächlich auch diesen Vorsprung, weil da komme ich tatsächlich jetzt nicht mehr ran. Die Jungs haben jetzt einfach eine Pace drauf, da kann ich nicht nachsetzen. Das haben sie sehr gut gemacht, sehr gut gearbeitet. 56 hier, melde einen Mercator A. Verstanden, dranbleiben. Und da haben wir jetzt tatsächlich nochmal eine Polente und 45% Schaden. Und ich hänge mich an den nächsten Wagen fest. Oh, jetzt mache ich das überhaupt nicht gut, Freunde. Jetzt habe ich aber auch meine Probleme, das muss ich hier offen und ehrlich sagen. So, den Quickservice jetzt ist natürlich überlebenswichtig, weil wenn ich den jetzt gleich nicht mitnehme, Freunde, dann könnt ihr den Wagenwert vergessen gehen. Der ist überlebenswichtig. Mist. Das nächste Mal ist das Rennen zu Ende. Ja, ist okay. Wie gesagt, wir sind jetzt auch kurz vor Ziel. So, den nehme ich jetzt noch mit. Die Jungs da hinten sind schon alle am Ziel. Die hinter mir, um die müssen mir keinen großen Stress machen, Freunde. Die werden wohl nicht mehr rankommen. Und dementsprechend also beende ich die ganze Geschichte jetzt hier auf einem doch nach, ja, durchschnittlichen vierten Platz. Ist okay, wie gesagt, anhand dessen, dass wir vorher schon alles gerissen haben, reicht mir das zur Meisterschaft. Gut gefahren, Meister. Du hast dir soeben einen neuen Wagen und die Platzierung in der nächsten Gruppe gesichert. Ja, genau. Also, wir haben es geschafft tatsächlich. Wir sind durch. Wir haben tatsächlich den Sieg geholt, sind jetzt aber für Gruppe B qualifiziert und damit haben wir einen neuen Wagen gratis oben drauf bekommen. So, Gratulation nochmal zur besten Rundenzeit, Freunde. Hier eine beste Runde haben wir tatsächlich noch gefahren. Das müsste die erste gewesen sein. Die zweite war es natürlich nicht so prickelnd. Ja, Freunde, aber da war tatsächlich nichts zu holen. Die waren tatsächlich pacemäßig echt sehr gut unterwegs. 27 Sekunden sind sogar am Ende gewesen, Freunde. Glückwunsch an den blauen Trabi, der nochmal tatsächlich die 10 Punkte abgreift. Aber nichts ändert das an der Tatsache, dass wir mit 56 Punkten als souveräner Meister aus der zweiten Saison rausgehen und jetzt nun reinstarten können in die dritte Saison. Oh Gott, der rote Nullpunkt am Ende, wirklich fürchterlich. Aber egal, nicht mein Problem, Freunde. Kriegen nochmal ein bisschen Cash, sind sie bei 44.000 Mark, sehr schön. Und B. Wir erwarten dich in die Strecken um 6 überaus geschickte Piloten. Mach deinen Weg und fahr den Sieg nach Hause. Nur so kannst du dich für das Rennen der Besten qualifizieren. Zeit zu zeigen, dass der letzte Sieg kein Glückstreffer war, mein Freund. Ja, Freunde, das müssen wir jetzt tatsächlich zeigen, dass das kein Glücksfall war. Und Freunde, wir starten jetzt entsprechend rein in der Kategorie der Sportwagen, Freunde. Jetzt lasst euch mal fertig gehen. Ihr seht, was für eine Kiste. Das ist ein Opel Astra. Ein Opel Astra G, um genau zu sein, weil das weiß ich, weil ich bin nämlich selbst gefahren. Ja, also Freunde, oh, das ist auch so Nostalgie pur. Das war auch so geil. Wir haben nämlich früher mal so, wir haben genauso ein Opel Astra gehabt. Ein bisschen anders sah noch aus. Aber Freunde, der hatte nicht so einen ultra kurzen Kofferraum quasi, so ein extrem verkürztes Heck, sondern war tatsächlich in der Länge noch ein bisschen länger. In dem Ding habe ich Autofahren gelernt. Boah, hatte der eine ausgeleierte Kupplung. Das könnt ihr gar nicht vorstellen. Ich habe da auf die Kupplung getreten, ne? Jungs, und keine Ahnung, der Kupplungsweg war einfach ewig lang, weil das Ding so ausgeleiert war. Also ein Wagen, der uns aber sehr gute Dienste geleistet hat. Jetzt also unsere neue Kiste, jetzt hier für die Gruppe B. 44.000 Mark haben wir, Freunde. Und da muss ich jetzt mal gucken, Freunde, wie viel kostet uns der Spaß jetzt? Also seht schon tatsächlich, die ersten Updates können wir sogar durch unser Erspartes mitnehmen. Wir können jetzt tatsächlich noch die andere Kiste auch zusätzlich verkaufen. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Sehr schön. Und können damit jetzt also in unseren Wagen ausrüsten. 47, jetzt haben wir, kurz, wir haben jetzt 80.000, mal kurz durchrechnen. Das sind 13, 16, 17, 27, 32, 32, 42, 50.000 ungefähr. Dann hätten wir noch 20.000 übrig. Frage, lohnt sich jetzt vielleicht sogar mehr, schon direkt den nächsten Wagen zu kaufen? Vielleicht können wir einfach den Opel Astra auch überspringen, das wäre natürlich total geil. Mal kurz nachgefragt, wie viel kostet der nächstbeste Wagen, was haben wir denn hier noch? Wir haben jetzt noch einen Rolf GTI, Freunde, also kein Golf GTI, also den Astra gibt es übrigens in Blau, in Babyblau und in Weiß. Freunde, in Weiß haben wir ihn tatsächlich auch gehabt, Freunde, genau so ein Weiß, also das ist ja auch originalgetreu. Dann gibt es einen roten GTI und einen türkisen GTI und es gibt tatsächlich noch den neuen Beetle. Also aka, ja, der neue VW Käfer quasi, ne, der Beetle. Ja, insgesamt hier 78.000, weil gibt es in Blau und in Gelb. Wenn ich ihn kaufe, dann wahrscheinlich eher in Blau. Wie viel kriege ich noch für die Kiste jetzt hier? 42.000. Also wir kriegen tatsächlich die neueste Karre, könnten die dann aber nicht tunen, aber wir hätten sie schon mal auf jeden Fall, Freunde. Ich denke, dass wir uns tatsächlich zwar in den ersten 1-2 Rennen wohl ein bisschen wahrscheinlich Probleme bereiten, aber ich glaube, es ist taktisch klüger, direkt schon auf den besten Wagen zu gehen. Heißt, wir kaufen tatsächlich diese beiden Wagen. Sie haben jetzt tatsächlich die 100.000 Mark-Grenze geknackt, kommen jetzt mit 120.000 Mark, Freunde. Und greifen uns mit diesen 120.000 Mark den neuen Beetle für 78.000 ab. Kaufen den jetzt hier in Blau, Freunde.
Das ist also unsere neue Kiste, mit der wir dann fahren werden. Gehen wir direkt in die Werkstatt, kaufen uns den Motor, kaufen uns jetzt den Bremsen. Auch das Getriebe ist noch drin, selbst die Reifen sind auch mit dabei. Sehr schön, Freunde. Also tatsächlich, ihr seht auch schon, Handling jetzt voll, Bremsen fast voll. Ja, es fehlt eigentlich nur noch, wie gesagt, der Turbo, Freunde. Für den reicht es tatsächlich nicht mehr ganz. Also das heißt sogar tatsächlich, die Grundrüstung hat sogar auch noch mitgewirkt. Sehr schön. Das heißt aber tatsächlich, müssen nur noch den Turbo müssen uns zusammensparen. Das dürfte eigentlich nach dem ersten oder zweiten Rennen. Was kriegen wir pro Preisgeld? Sekunde. Wie viel fehlen uns? Ja, also wenn wir jetzt nicht letzter werden, wird es tatsächlich nach dem ersten Rennen schon reichen, Freunde. Doch, also wenn wir es tatsächlich schaffen, wir sehen auch schon, Preisgeld wird erhöht. Also für den ersten Platz gibt es auch 18.000 Mark. Das ist natürlich jetzt noch eine bisschen andere Wellenlänge. Aber da kann man tatsächlich schon direkt das erste gute Geld abknipsen gehen. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es sogar tatsächlich dann, Freunde, beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, letzter Autobahnraser 2 mit Sam Malte, dann in der Gruppe B, in der Kategorie der Sportwagen, in Anführungszeichen, ja, ganz große Anführungszeichen, Freunde, da mal zu gucken, Freunde, ob wir dann vielleicht sogar schaffen, im ersten Jahr direkt um Meisterschaft rumzufahren. Alles Weitere dann zu dem Thema erkläre ich euch aber dann in der nächsten Folge. Ich bedanke euch draußen fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Haltet Ohren steif, haut rein und ciao.